Hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf der Webseite. Ich freue mich tierisch, dass ihr hier seid und ich lade euch natürlich super gerne dazu ein, euch einfach mal hier umzuschauen, ein bisschen rumzustöbern. Geht gerne in die Galerie, scheut euch aber auch nicht, einfach mal eine Frage zu stellen oder wenn ihr was auf dem Herzen habt, schreibt uns einfach über das Kontaktformular hier auf unserer Webseite. In diesem Video soll es aber eher mehr darüber gehen, dass ich euch meine Persönlichkeit oder meine Art der Arbeit ein bisschen vorstelle. Und zwar ein bisschen genauer als im ersten Teil auf der Webseite, den ihr schon gesehen habt. Hier gehe ich ein bisschen mehr ins Detail und damit möchte ich jetzt anfangen. Genau, ich bin der Kevin. Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt der Videoaufnahme noch 34 Jahre alt. Im September 2024 werde ich allerdings 35 Jahre alt. Aber Zahlen sind für mich auch nur Zahlen, die auf dem Papier stehen und nichts anderes. Ich filme natürlich und fotografiere. Ich bin Autodidakt, das heißt, ich habe mir das Ganze selber beigebracht. Ich habe keine klassische Ausbildung in dem Bereich oder ein Studium gemacht. Aber was ich gemacht habe, ist zum Beispiel eine Ausbildung als Erzieher im Bereich stationäre Kinder- und Jugendhilfe. Und auch in dem Bereich habe ich über 10 Jahre gearbeitet. Und aus dem Bereich habe ich 3 feste Faktoren mitgenommen, die für meine jetzige Arbeit unerlässlich sind. Und das ist einmal meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, den Menschen, mit dem wir zusammenarbeiten, da abzuholen, wo er gerade steht. Das heißt, ganz einfach gesagt, ihr müsst euch nicht verstellen vor unserer Kamera, sondern ihr seid ihr. Und wir nehmen euch so, wie ihr seid. Zweitens, die Persönlichkeit. Das heißt, wir müssen auf einer persönlichen Ebene miteinander schwingen, sage ich jetzt einfach mal. Denn dadurch kriegen wir ganz schnell ein ganz anderes Verhältnis zueinander und miteinander und können darüber super gut Vertrauen aufbauen. Denn das ist die Quintessenz unserer Arbeit, Vertrauen. Unser Anspruch ist es, Situationen und Momente zu erschaffen oder in Momente reinzugehen, die ein klassischer Dienstleister, der einfach fotografiert oder zu eurer Hochzeit kommt, Fotos macht und wieder geht, niemals reinkommen könnte. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Das heißt, ihr und eure Gesellschaft nimmt uns nicht als Dienstleister wahr, sondern als Teil der Gesellschaft eben, als alte Freunde, die schon bei jeder Party irgendwie gefühlt mit dabei waren und heute an eurem großen Tag ihre Kameras mitgebracht haben. Ihr merkt vielleicht den einen oder anderen Versprecher, den lasse ich natürlich drin, weil ich das genauso authentisch finde wie unsere Arbeit an sich auch. Das heißt nicht, dass wir irgendwie den einen oder anderen Humbug machen. Natürlich kreieren wir auch Fotos, die nicht mal vorzeigbar sind, aber nicht von 100 Fotos 90 Stück, sondern wir sind auch nur Menschen und wir machen auch mal Fehler und wir machen auch mal nicht so das eine oder andere gute Bild, aber dafür machen wir ganz, ganz viele gute Bilder. Glaube ich zumindest. Ja? So, also Persönlichkeit, Vertrauen und nicht verstellen, das ist unsere Quintessenz. Und wir wollen eben in diese Momente rein, in die ein klassischer Dienstleister nicht reinkommt. Und das geht halt eben nur über Vertrauen. Und das kriegen wir hin, indem wir zum Beispiel ein persönliches Erstgespräch machen. Wenn ihr hier aus dem Raum kommt, wir wohnen in Recklinghausen oder im Kreis Recklinghausen, machen wir das super gerne, face-to-face, persönlich, in einem Café, bei uns, bei euch, wie auch immer. Wenn ihr natürlich weiter wegkommt, wir hatten auch schon viele Hochzeiten in Berlin oder auch im Ausland, dann natürlich auch über Zoom, über einen Videocall, damit man einfach mal sieht, wer als Person sitzt mir denn da gegenüber und was hat er denn so für Werte und was hat er denn für Einstellungen? Das heißt, wir quatschen einfach locker miteinander. Ihr erzählt uns eure Wünsche und eure Vorstellungen und wir saugen das Ganze natürlich auf und erklären euch so ein ganz klein bisschen unsere Arbeit beziehungsweise ja, eben wie wir arbeiten und dann im Endeffekt stellt ihr heraus, okay, könnt ihr euch das vorstellen, könnt ihr euch das nicht vorstellen. Und ich habe gerade am Anfang noch den Punkt angesprochen, wir holen jeden Menschen da ab, wo er ist. Das heißt einfach, seid ihr extrovertiert, seid ihr introvertiert, völlig egal. Also ihr könnt die Menschen sein, die ihr seid, vor unserer Kamera. Für uns muss auch niemand lachen vor der Kamera. Also ihr werdet nie den Satz von uns hören, lacht doch einfach mal. Ist der beschissenste Satz meiner Meinung nach, den ein Fotograf sagen kann.
Ja, also wenn ihr vielleicht eher introvertiert seid, dann machen wir schöne, intime Fotos. Wenn ihr extrovertiert seid, ja, dann machen wir so ein bisschen just for fun und ein paar coole Dinger. So, aber wenn ihr nicht extrovertiert seid, können wir mit euch keine extrovertierten Sachen machen. Und das ist der Punkt, den ich meine mit, wir holen die Menschen da ab, wo sie sind. Es macht keinen Sinn, jemanden, wenn die Braut auf den Rücken des Bräutigams springen soll, wenn ihr sagt, boah, sehen wir uns überhaupt nicht da und haben wir gar keinen Bock drauf, ja, dann machen wir das halt auch nicht. Und also, ich werde niemals sagen, lacht doch einfach mal für die Kamera, denn wenn ihr mit uns unterwegs seid, dann lacht ihr automatisch, wenn ihr solche Menschen seid, denn für uns steht auch der Spaß und das Wohlfühlgefühl im Vordergrund. Das ist uns einfach ganz, ganz wichtig. Also der Mehrwert für euch ist natürlich, ihr kriegt ein paar oder zwei coole Dudes, die hinter der Kamera stehen und keine klassischen Dienstleister sind. Und ihr bekommt natürlich weit vor und weit nach eurer Hochzeit eine professionelle Beratung und Begleitung, wenn ihr das natürlich wünscht. Das kann zum Beispiel einfach ein Wedding-Magazin sein, was wir entworfen haben mit unseren ehemaligen Brautpaaren zusammen. Das heißt, wir haben die gefragt, ey, was fandet ihr richtig cool? Woran habt ihr vielleicht nicht gedacht, was ihr vielleicht anders machen hättet wollen? Was gefällt euch an den Fotos besonders gut? Was gefällt euch vielleicht nicht ganz so gut? Und dann zusammen mit unserer Expertise aus den letzten 10 Jahren haben wir einfach diesen Wedding Guide oder dieses Wedding Magazine geschrieben, was halt auch wirklich ein physisches Magazin sein kann, wenn ihr das möchtet, über 40 Seiten, wo halt Tipps und Leitfäden drinstehen, um super tolle Hochzeitsbilder mit euch zusammen für euch zu generieren, die ihr euch auch gerne noch in 10, 20, 30, 40 und 50 Jahren anguckt, wenn ihr zusammen auf der Couch sitzt und euch die eine oder andere Träne dabei runterkullert, weil ihr euch emotional genau in diesen Tag zurückversetzt fühlt. Das ist unser Anspruch an unsere Arbeit. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, der Dude vor der Kamera, der ist doch echt sympathisch und der ist ganz cool und das, was der so erzählt, hört sich auch richtig gut an, dann fragt doch einfach mal jetzt euren Wunschtermin an. Wir können euch natürlich nicht garantieren, dass der noch frei ist, aber Fragen kostet nichts und ein Erstgespräch kostet auch nichts. Und dazu laden wir euch im besten Fall natürlich ein, wenn der Termin bei uns noch frei ist. Ansonsten müssen wir natürlich leider absagen, aber empfehlen euch dann natürlich auch noch andere tolle Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben und in deren Arbeit wir genauso viel Vertrauen wie in unsere Arbeit stecken. Ja, und ansonsten vereinbaren wir einfach ein Ersttermingespräch und lernen uns kennen. Ich hab Bock drauf, ihr auch? Let's go!